Da bist du gerade. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, schon cool. Boah, krasses Auto. Nice, nice. Krieg erstmal einen Double Tap von mir. Schön liken. Ja, perfekt. Jetzt schauen wir noch, was hier abgeht. Oh, hey, was macht denn ihr hier? Ja, wie ihr seht, ich check gerade mein Smartphone, bin hier gerade ein bisschen auf Instagram und bin gerade ein bisschen auf Facebook und schreibe hier auch gerade auf WhatsApp. Und ja, das mache ich eigentlich schon eine ganze Stunde lang. Ja, da habe ich sonst gar nichts geschafft. Ich weiß auch nicht, die Zeit ist so schnell vergangen. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Es ist einfach immer das Gleiche, wenn man das Smartphone einmal in die Hand nimmt und anfängt auf Social Media zu surfen, dann geht die Zeit einfach unglaublich schnell vorbei. Man hat eigentlich gar nichts geschafft. Und deswegen sagen natürlich viele Leute, irgendwie ein Smartphone ist ja, Zeitverschwendung oder nimmt einem die Zeit weg. Und dann gibt es Apps, die dann helfen, dass man das Smartphone weniger verwendet. Zum Beispiel auch schon integriert in iOS oder Android sind hier die ja, Digital Wellbeing-Funktion, dass man einfach tracken kann, wie lange benutzt man sein Smartphone und so weiter und so fort und für was benutzt man sein Smartphone. Und genau darauf möchte ich eingehen. Es ist ja wie mit allem, es kommt nur darauf an, wofür man es benutzt. Und wenn man sein Smartphone natürlich nur für Instagram und WhatsApp benutzt, dann kann es natürlich schon sein, dass das irgendwo ja, Zeitverschwendung ist oder sonst irgendwas. Aber es gibt Apps, die meiner Meinung nach auch einfach dein Lifestyle verbessern können. Also einfach dein Leben verbessern können, wenn du diese Apps benutzt. Natürlich kannst du auch andere Apps benutzen. Ich will dir gar nicht sagen, dass nur diese Apps gut sind. Aber ich werde euch heute auf jeden Fall mal ein paar Apps mit meinem Smartphone zeigen, die ich persönlich sehr gut finde, die meinen Alltag erleichtern und vielleicht auch deinen erleichtern. Also einfach dranbleiben. Ja, da sind wir wieder. Zurück auf dem iPhone oder beziehungsweise jetzt auf dem iPhone. Also ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Apps zeigen, wo ich der Meinung bin, dass ihr die, ja, wenn ihr die verwendet, dass dadurch euer Leben einfach ein bisschen easier wird. Ich fange jetzt einfach mal an und zwar mit der ersten App, die heißt Bring. Bring ist eine ziemlich geile App. Ich habe die jetzt mal wieder neu installiert. Ich hatte sie eine Zeit lang drauf und habe sie dann deinstalliert und jetzt habe ich sie wieder neu installiert. Bring ist im Endeffekt eine, ja, digitale Einkaufsliste, in der man coolerweise, ja, ich sag mal hier oben, die Sachen, die man einkaufen möchte, einspeichern kann. Das kann man eben auch hier suchen, die Lebensmittel. Und man kann aber auch sogar die Menge einspeichern. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, es ist nach unten gerutscht. Also zum Beispiel habe ich jetzt zwei Äpfel eingegeben. Also man kann die Menge, wie gesagt, eingeben, man kann auch die Produkte eingeben. Zum Beispiel hier gibt es ein Hackfleisch von Aldi, das ist fettreduziert. Und genau dieses Hackfleisch, das kaufe ich immer ganz gern. Und zum Beispiel, wie gesagt, auch die Menge kann man eingeben. Und wenn man was eingekauft hat, kann man einfach hier drauf tippen und dann ist es einfach abgehakt, sozusagen ist es grün, das man schon hat. Hier unten ist dann eine ganze Reihe an, ja, Lebensmitteln, da kann man dann reingehen. Zum Beispiel hier kann man das ganze Fleisch anschauen. Dann kann man zum Beispiel die ganzen Snack- und Süßwaren anschauen und kann die eben in die Liste hinzufügen. Was Bring auch noch hat, ist, man kann hier natürlich auch verschiedene Listen, also zum Beispiel jetzt ist hier eine Liste zu Hause sozusagen, keine Liste im Büro, man kann weitere Listen erstellen. Die ganze Liste kann man natürlich auch teilen mit anderen Leuten, aus der Familie zum Beispiel, aus dem Haushalt oder aus der WG. Dann hat man hier zum Beispiel auch noch Inspirationen für neue, ja, Kochideen zum Beispiel. Dann Angebote gibt es auch. Supermärkte dann entsprechend in der Nähe zum Beispiel, die auch liefern. Ja, und dann hat man hier noch sein Profil. Aber wie gesagt, ich finde halt die Liste an sich recht geil. Also es ist einfach der digitale Einkaufszettel, die moderne Version des Einkaufszettels. Kann ich sehr empfehlen. Ist eine sehr, sehr coole App. Genau, die nächste App ist Lifesum. Lifesum ist ein Ernährungstracker. Und der ist ja ziemlich geil, weil man kann hier einmal natürlich sein Profil eingeben, wie viel Kalorien man am Tag essen möchte, wie viel man, ja, die Makros im Endeffekt, Kohlenhydrate, Proteine, Fett, also das Wichtigste überhaupt. Man kann eben auch eingeben, wie viel man verbrannt hat. Das kann man durch eben Training hinzufügen machen. Da gibt es dann verschiedene, ja, Fitness-Sachen, es gibt auch Ausdauersachen, Cardio, je nachdem, was ihr eben macht. Das ist schon mal auch sehr, sehr geil und natürlich untergliedert in Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks. Und wenn man jetzt was hinzufügen will, dann kann man entweder aus den Favoriten was auswählen. Man hat hier unten zum Beispiel kürzlich verwendeten Sachen. Man kann das, was man gestern gegessen hat, einfach eingeben. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Optionen, was man machen kann. Und man kann natürlich auch die Barcodes einscannen, das ist ja auch klar. Also da gibt es wirklich Unmengen an verschiedenen Sachen. Und das Schöne ist natürlich, man hat bei den Sachen immer eine tolle Übersicht,
Also man kann natürlich die Menge einstellen und man hat natürlich immer eine super Übersicht, was darin gut ist, was darin schlecht ist. Also das ist jetzt ein relativ gutes Lebensmittel hier. Man hat hier unten eine Aufstellung, welche ganzen, also wie sich das Ganze untergliedert, das Lebensmittel, woraus es im Endeffekt besteht. Die meisten Funktionen sind allerdings nur in der Mitgliedsversion erhältlich. Also da muss man ein Premium-Abo abschließen, was ich euch auch empfehlen kann. Habe ich jetzt auf jeden Fall gemacht. Es gibt dann auch noch sowas wie ja, so Pläne, wo man dann zum Beispiel klassische Diät oder mehr Kraft und so weiter. Also ich bin ja relativ viel im Fitnessbereich tätig. Wenn ihr auf Instagram folgt, ist unten verlinkt, dann werdet ihr das wissen. Ansonsten, wie gesagt, kann da jeder selber mal schauen, was es hier so gibt. Hier gibt es halt auch Rezepte und so weiter und so fort. So, was gibt's noch? Dann gibt es noch eine Aufgaben-App, die würde ich auch empfehlen, und zwar Good Tasks. Kann ich sehr empfehlen. Da kann man sich eben seine eigenen Listen machen, was man eigentlich alles zu tun hat. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ja, YouTube, meinen normalen Job, Urlaub, also für den Urlaub, wenn ich irgendwas machen muss, meine Blogs und so weiter, privat. Und das Ganze kann man eben, da sind die ganzen Listen und da kann man dann entsprechend was eintragen, wenn man das möchte. Und man hat das Ganze dann mit Prioritäten eben, also zum Beispiel hohe Priorität heute, überfällig und so weiter und so fort. Und man kann eben, wenn man da so einen Eintrag macht, kann man das wirklich sehr, sehr genau alles detailliert eintragen. Also die App kann ich auch sehr empfehlen, wenn man wirklich ein bisschen organisierter werden will, dann ist GoodTask meiner Meinung nach eine der geilsten ja, Aufgaben-Apps, die es eigentlich gibt. Und ja, wie gesagt, würde ich mir auf jeden Fall an eurer Stelle runterladen, wenn ihr ein bisschen organisierter arbeiten wollt. Die nächste App ist für mich Storecard. Storecard ist im Endeffekt gut, wenn man seine ganzen Karten, die man in irgendwelchen Geschäften hat, einfach digitalisieren will. Zum Beispiel eine Karte, die ich am meisten verwende, ist meine Shell-Karte, also fürs Tanken. Kann ich wirklich, wirklich empfehlen, dass ihr euch die Karten da rein tut. Ich habe einfach gar keinen Bock, immer alle Karten mit dabei zu haben. Und da muss ich sagen, ist Storecard wirklich eine tolle App. Die haben auch Angebote, haben sie auch mit drin, wie die meisten solche Apps. Genau, und man hat relativ, man findet relativ viele Karten. Was natürlich auch viele verwenden, ist zum Beispiel die Payback-Karte, klar. Haben auch viele Leute, wie gesagt, kann man dann einfach ganz einfach hier mit Storecard machen. Ist übrigens auch kombinierbar hier mit der Apple Watch. Also ihr könnt es dann eben die Payback-Karte zum Beispiel einfach mit der Apple Watch an den Scanner halten. Also auch eine ziemlich coole Sache. Genau. Und welche App ist noch gut? ScanBot. ScanBot ist auch eine mega geile App. Wer sie noch nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall mal runterladen, weil man kann einfach ganz normal, ganz schnell Dokumente damit scannen, kann sie in PDFs umwandeln und kann sie direkt zum Beispiel in eine, ja, in eine Cloud laden, per E-Mail versenden. Also wirklich eine geile App, muss ich echt sagen, benutze ich sehr oft auch bei der Arbeit. Wir haben zwar einen großen Scanner in der Arbeit, aber irgendwie manchmal ist es easier, wenn man einfach ScanBot verwendet und auch natürlich privat. Also ScanBot, da ja, kann ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu erzählen, weil es einfach klar ist, was die App macht. Auf jeden Fall kann ich auch empfehlen. Das sind für mich so 5 Apps, wo ich einfach sage, damit wird's Leben easier. Ja? Und ich glaube, jeder will einfach ein einfaches Leben haben. Also benutzt euer Smartphone für was Sinnvolles, nicht nur für Instagram und so weiter. Benutzt es für was Sinnvolles. Und ja, habt ihr irgendwelche Vorschläge zu Apps, die ihr immer verwendet, die ihr sehr, sehr gut findet, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über Feedback zu diesem Video sehr freuen und falls ihr irgendwelche Fragen zu den Apps habt, könnt ihr die natürlich auch unten in die Kommentare stellen. Folgt mir auch auf Instagram, da gibt es auch täglich oder fast täglich Stories, meistens ein bisschen Fitness, ein bisschen anderen Quatsch aus der Arbeit und so weiter. Aber folgt mir trotzdem und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.